Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moments Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Beyond Good and Evil und dann spielen wir ein bisschen weiter. Das Spiel flackert sich irgendwie einen ab. Ich hoffe, das sieht man hinterher im Video gar nicht so. Gut, liegt halt vielleicht zum einen daran, dass das Spiel halt auch ein paar Tage auf dem Buckel hat. Dann vielleicht auch mit dem modernen Computersystem dann nicht mehr so ganz, also im neueren Betriebssystem nicht ganz kompatibel ist. Liegt vielleicht aber auch daran, dass das Spiel halt einfach ganz offensichtlich eine Konsolenportierung ist und das ist immer so eine Sache, immer etwas spezieller dann zu steuern und zu spielen. Bis jetzt finde ich das Spiel recht interessant, ist nur ein bisschen schwierig für mich einzuschätzen, was ich davon wirklich halten soll. Auf der einen Seite ist von der Story und von einigen Elementen her das Spiel, denke ich, eigentlich nicht unbedingt geeignet für sehr junge Spieler. Auf der anderen Seite wiederum das mit diesen Tieren fotografieren und mit diesem Turm, mit den Kindern, diesem wuscheligen Hund und dem komischen Schweinetyp als Kamerad, ist das wieder so kindlich von seiner Darstellung oder was ist ja kindlich, aber so von der Darstellung so, dass ich den Eindruck nicht los wird, hier wollt man als Entwickler mit aller Gewalt in den Bereich von Spielern hinein, als potenzielle zahlende Kundschaft, die eben jüngere Spieler oder eher so den das familienfreundliche Gaming ansprechen. Also den Eindruck erweckt das alles. Das wirkt aber irgendwie dann so ein bisschen so, ja, nicht unausgegoren, aber so ein bisschen halb und halb. Schwierig. Guck mal einfach mal. Out! Nicht auf mich! Vergnämme! Oh Mann, Mr. Hovercraft geht's gar nicht gut. Es muss halten, bis wir bei Mama Goose sind. Wir haben, was wir brauchen. Nun, das war's. Fini. Finito. Ende. Verdammte Dreckskarre! Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt! Instant Hovercraft. Erste Mal Platte. Bei Mama Goose gibt's Ersatzteile satt. Instant Hovercraft. Erste Mal Platte. Hey Mann, wo ist das Problem? Ich fahr vor und schleppe euch zur Mama Goose Werkstatt. Mama Goose! Hey, es funktioniert. Ja, so ziehen Sie die Kunden direkt ins Netz. Ich muss raus aus dieser Räucherkammer, Jade. Ja, hier riecht's auch schon irgendwie nach geräuchertem Speck. Hi Jay, zieh mal, ein Doms-Meteor hat uns ein neues Oberlicht beschert. Guck mal, da oben. Hey Jay, halt doch mal die Füße. Ich verstehe es halt gar nicht genau, warum ich eigentlich... Achso, stimmt, man konnte die Musik nicht abschalten, man konnte nur die allgemeine Lautstärke runterstellen. Dafür klingen mir die Ohren aber immer noch ganz schön.
langsam, ein Speedkraftmotor zu installieren. Ein Speedkraftmotor? Kein Problem. Muy bien, ist digitalisiert. Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen! Sie greifen an! Er schießt auf die Fischer, James! Feuer! Okay, ich glaube, wir sollten der schwarzen Insel, gell? Dann Schlachthaus rennen, Basis, Mamago, Stadt, Fabrik, schwarze Insel. Nein, dann fahren wir da mal hin. Miss Jade, Mr. de Castellac möchte Sie so bald wie möglich auf der schwarzen Insel treffen. Es geht um viel Geld.
betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke, danke für Ihre Kooperation. Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Na super. Das heißt, wir müssen ja irgendwie ganz weiträumig umfahren. Liebe, bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Danke für Ihre Kooperation. Okay, da kommen wir irgendwie nicht durch. Allerdings ist die Karte auch dermaßen schlecht, dass es wirklich gar nicht so leicht ist, herauszufinden. Okay, wir können aber den linken Kanal vielleicht nehmen. Hey, Jay! Na komm, Fischi, Fischi. Na, wo sind sie denn? Schwarze Insel gleich nochmal? Südliches Tor. Einfach geradeaus. Hey, da hinten brennt's. Die Meteore sind durch den Schild gebrochen. Wir müssen super vorsichtig sein, Tate. Die Angriffe werden... Land in Sicht, Captain! Schwarze Insel voraus! Zeugen gesucht! Aus der gleichen Familie wie die Skorpionsfische. Schwer zu fotografieren. Okay, dieser Film ist voll. Bravo, Jade. Ich schicke den Zoom. Und ich werde den Film neu laden.
es, Jade. Mein Arbeitgeber, Mr. de Castellac, ist wie alle Hylianer an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Doms zu bekämpfen, aber man sagt uns nicht die Wahrheit. Die Doms-Monster haben bereits jeden Winkel unseres Planeten infiltriert. Zwei Exemplare wurden unten in dieser Mine gesichtet. Wenn wir die Bevölkerung nicht warnen, wird sich ihre Anzahl radikal erhöhen. Mr. de Castellac ist bereit, eine sehr hohe Summe zu bezahlen, um Fotos von einem paar dieser Monster zu bekommen. Dies ist eine sehr riskante Mission und es steht Ihnen frei abzulehnen. Die Doms sind nicht unbedingt unsere Freunde. Sagen Sie Ihrem Boss, er bekommt das Foto. Da kann man natürlich wieder speichern.